Glückwunsch, ihr seid Spitzenreiter. Jetzt mal eine ganz banale Frage, wie fühlst du dich gerade? Ja, jetzt momentan super. Das ist aber, ich glaube, Momentaufnahme, das dürfen wir jetzt nicht überschätzen. Wir müssen am Boden bleiben. Und wenn wir so weiterspielen wie heute und weiter kämpfen, dann hat das, glaube ich, einen guten Weg. Was ist denn das Erfolgsgeheimnis der Ice Tigers dieser aktuellen Saison? Was macht euch aus? Ich glaube, das Kämpferische macht uns aus. Dass wir alle brutal kämpfen bis zum Gehtnichtmehr und das macht, glaube ich, das Team dieses Jahr aus. Am Sonntag nächstes Derby zu Hause gegen Straubing. Der nächste Dreier? Ich hoffe, ja. Wenn wir so weiterkämpfen, dann denke ich schon. Danke dir. Andy, ich hätte euch gerne zum dritten Heimsieg in Folge gratuliert. Kann ich jetzt leider nicht. Dafür aber zum hervorragenden Penaltytreffer. Was ging dir durch den Kopf, als du auf Tyler Wyman zugefahren bist und ihn ausgetrickst hast? Naja, der Penalty war an sich gut. Also ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich einen Penalty schieße, mache ich ihn so. Und es hat gut geklappt, aber es hat leider nicht gereicht für die Mannschaft und deswegen bringt es auch uns nichts. Ihr habt im Mitteldrittel nicht wirklich schlecht gespielt. Ihr hattet auch viele Chancen, konntet die leider nicht verwerten. Kann man sagen, dass im Endeffekt Nürnberg einfach zu stark für euch war heute? Nee, das nicht. Also die haben clever gespielt, das schon. Und wir waren im ersten Drittel nicht ganz da. Zweite, dritte Drittel waren wir besser da. Natürlich haben sie einen guten Torwart, auch gerade im Tor, der gut drauf ist. Und im Endeffekt hat Nürnberg das die 3 Punkte gegeben. Am Sonntag geht es nach Krefeld, nächster schwieriger Gegner. Wie geht ihr heran, dass ihr vielleicht den ersten Aussatzdreier holt oder den ersten Aussatzzähler? Naja, es geht bei 0 los und wenn wir so auftreten wie im zweiten, dritten Drittel, dann denke ich, machen wir den ersten Auswärtssieg fix. Okay, danke dir.